Je länger der Lockdown dauert, umso mehr wird auch die Frage gestellt, ist das Ganze notwendig? Und es mehren sich auch die Stimmen von Kritikern. Es gab in den letzten Wochen einige Demonstrationen, die in der letzten Zeit auch regelmäßig von der Polizei aufgelöst wurden. Eine davon am 6. Jänner in Wien. Nun, was war da wirklich und wie wird es sein für die nächste angekündigte Demo für den kommenden Samstag, den 16. Jänner? Ich bin jetzt im Zoom-Interview verbunden mit Natascha Strohmeier. Natascha, du warst am 6. Jänner hier in Wien mit dabei. Was ist denn da passiert? Das ist korrekt. Ich war mit dabei in Wien bei der Demo und sie wurde vorzeitig, ich glaube ungefähr nach einer Stunde, aufgelöst. Und die Begründung von der Exekutive war, dass angeblich die Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Gut, wie immer das jetzt im Detail war, die Veranstaltung wurde dann tatsächlich vom Veranstalter selbst abgebrochen. Und anschließend fand ein Spaziergang durch Wien statt. Wie viele Teilnehmer waren damals dabei? Also ich würde sagen, dass es am Heldenplatz und auch bei den Spaziergängen mindestens 3000 Menschen waren, die sich hier zusammengefunden haben. Und es waren zwei Spaziergänge, Joe. Es war ein großer am Ring und einer ist in die Innenstadt gegangen und die sind dann irgendwo am Ring wieder zusammengestoßen. Wenn ich jetzt den Bericht vom ORF nachlese, auf der ORF-Homepage wird dort einiges darüber berichtet, auch die Sorge, die Innenminister Nehammer geäußert hat, dass sich hier unter den Teilnehmern auch Extremisten und Radikale befinden. Natascha, ist ja heute durchaus üblich, dass sehr oft behauptet wird, hier seien diese Bewegung der sogenannten Corona-Leugner sei von rechten Kräften untermauert. Du selbst bist Aktivistin, bist du Corona-Leugnerin? Nein, ich bin definitiv keine Corona-Leugnerin. Wir wissen, dass es dieses SARS-CoV-2 gibt, aber ich bin jemand, der dieses Virus nicht überschätzt, sondern das große Ganze betrachten kann. Und deshalb bin ich auch auf der Straße und deshalb bin ich auch Aktivistin, weil man das große Ganze betrachten muss. Und wir wissen heute schon, dass die Kollateralschäden durch diese ganzen Lockdowns und Maßnahmen einfach um ein Vielfaches höher sind als die Schutzmaßnahmen, die man getroffen hat, um Menschen vor Covid-19 zu schützen. Das heißt, du würdest sagen, es gibt gute Gründe gegen die jetzigen Maßnahmen in der Form, wie sie von der Regierung durch Verordnungen in Kraft gesetzt werden, dagegen zu protestieren? Auf jeden Fall. Es ist sogar ein Muss, diesbezüglich zu protestieren, weil inzwischen ist wirklich jedem klar und die evidenzbasierten Daten liegen auf dem Tisch von vielen, vielen Wissenschaftlern und auch der Verwaltungsgerichtshof hat es in mehreren sogenannten Erkenntnissen bereits auch kodiert und gesagt, die Verordnungserlassungsakte waren leer und es ist nicht rechtens, was die Regierung hier gemacht hat. Es gibt keine Daten, die Lockdowns rechtfertigen und viele, viele andere Dinge auch. Und das muss einfach auf den Tisch, das muss diskutiert werden dürfen. Wir sind in einer Demokratie und ein Grundsatz der Demokratie ist der offene Debattenraum. Und der ist seit März letzten Jahres nicht möglich. Eine Behauptung, die an dieser Stelle immer wieder aufgestellt wird, dass Versammlungen wie Demonstrationen, die ja durchaus durch die Verfassung auch geschützt sind, dennoch zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen und dass hier sich zwei sozusagen Werte in Konkurrenz miteinander stehen, die Versammlungsfreiheit und die Gefährdung der Öffentlichkeit. Bei wie vielen Demonstrationen und Kundgebungen warst du selbst schon dabei und hast du dort beobachtet, dass Infektionen passiert sind im Nachhinein? Ganz ehrlich, Joe, ich kann sie nicht mehr zählen. Es waren zig Veranstaltungen, Demonstrationen, diverse Kundgebungen in der letzten Zeit auch, fast täglich Spaziergänge und es gab bis dato kein einziges Mal irgendwo einen Cluster. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es den Menschen extrem hilft, rauszugehen, unter Menschen zu sein und Frischluft zu atmen. Die Leute sind gesund. Ich habe von niemandem gehört, der sich irgendwo angesteckt hätte. Ganz im Gegenteil. Das heißt, wenn man das Ganze versucht, es evidenzbasiert zu betrachten, kann man sagen, so viel Evidenz liegt gar nicht vor, dass tatsächlich Infektion stattfindet. Ganz genau so ist es. Es gab im letzten Sommer ja zwei Großdemonstrationen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen, zusätzlich eine Black Lives Matter-Demonstration, die auch im Frühsommer gewesen ist. In keinem dieser Fälle konnte anschließend verifiziert werden, dass es vermehrte Ansteckungen gibt. Also die Frage stellt sich schon, passiert hier Ansteckung oder nicht?
Das Einzige, was hier an Ansteckung passiert, ist gute Laune und Begeisterung und ein Freiheitsvirus. Also davon wirst du sicher angesteckt, aber sonst von gar keiner Krankheit. Also es ist wirklich, wie du es richtig sagst, Joe, es gab nichts, keine einzige dieser Veranstaltungen hat im Nachhinein innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage gezeigt, dass es erhöhte Infektionen gab. Also allein das zeigt ja schon, dass wir belogen und betrogen werden. Ganz einfach. Die kommende Demonstration in Wien unter dem Titel Wien steht auf, hat im Untertitel für Frieden, für Freiheit, für Selbstbestimmung. Das sind ja Werte, die dir auch ganz besonders wichtig sind. Das sind Werte, die mir wirklich, wirklich ganz besonders wichtig sind. Wir leben in einem freien Österreich. Wir leben in einem friedlichen Österreich. Und jeder von uns will selbstbestimmt leben. Das heißt, ich will die Eigenverantwortung für mein Leben übernehmen. Und Fakt ist aber, dass die Menschen das in den letzten Jahrzehnten wirklich so gewohnt waren, fremdbestimmt zu sein und nicht für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt ist es aber wieder an der Zeit. Und das bedeutet, Dinge zu hinterfragen, zu mir zu stehen, zu meinen Gefühlen, mich zu äußern, empathisch zu sein und zu sagen, dort ist meine Grenze, bis dorthin gehe ich und nicht weiter. Und die Regierung behandelt uns wie dumme Kleinkinder, die nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Und wir haben einen sehr, sehr guten, menschenwürdigen Umgang miteinander und das lassen wir uns nicht nehmen. Und deshalb sind wir unter anderem auf der Straße. Selbstbestimmt leben, das setzt auch voraus, dass man sich informiert, dass man eine eigene Meinung hat, die auch auf Fakten basiert ist. Du sprachst gerade, Natascha, von evidenzbasierter Information. Ihr selber habt auch, betreibt eine Homepage, die heißt Corona-Datencheck. Das ist richtig, die hat der Dr. Jaroslav Belski ins Leben gerufen und dort kann man all diese Informationen bekommen, die vom Mainstream nicht gebracht werden, weil alles, was dem Regierungsnarrativ widerspricht, wird ja zensuriert und dort hast du dann die Möglichkeit, dich zu informieren. Das sind wirklich Daten, die offiziell sind und es kann sich dann jeder selbst seine Meinung bilden und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich war auf Euromomo, ich kann mich erinnern. Ich habe mir auch die Statistik Austria und die AGES-Daten angeschaut, habe mir meinen Taschenrechner oder den Kopf zur Hand genommen und habe sofort erkennen können, das kann vorne und hinten nicht stimmen. Der Professor Ioannidis von der Stanford University hat, glaube ich, 61 Studien ausgewertet von SARS-CoV-2 weltweit und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass SARS-CoV-2 nicht schlimmer ist als eine leichte bis mittlere Grippe. Und das zeigen ja auch die Zahlen, egal von den Infektionen, von den Betten und auch von den Toten. Und es ist an der Zeit, das betreute Denken aufzugeben, den sogenannten Qualitätsmedien zu glauben, die von der Regierung mit Geld vollgestopft werden. Und wir kennen ja alle das Brot, ich esse, das Lied, ich sing. Es ist unsere Pflicht, die Dinge zu hinterfragen, wenn es Maßnahmen gibt, die so maßgeblich in unser Leben, in unser ganz, ganz persönliches Leben eingreifen, indem man uns einsperrt, indem man uns Masken ins Gesicht zwingt, indem man möchte, dass wir uns zwangstesten lassen, ob direkt oder indirekt. Jetzt kommt auch noch die Impfung dazu, dass man unsere Alten einsperrt gegen ihren Willen, dass man die Kinder quält in den Schulen und. Dass die ganzen Unternehmen gegen die Wand gefahren werden, die Insolvenzen steigen, die Leute sind verzweifelt, die psychischen Krankheiten steigen ins Immense, die Suizide ebenso. Und das sind Dinge, die gehören angeschaut und das gehört hinterfragt. Und da ist jetzt wirklich jeder Einzelne gefragt. Deshalb gibt es diese Großdemonstration am Samstag, den 16. Und ich hoffe, dass da hunderttausende Menschen rauskommen werden und Gesicht zeigen, um zu sagen, wir sind damit nicht einverstanden, wir wollen gefragt werden und für Friede, Freiheit und Selbstbestimmung einstehen. Ein Vorwurf, der immer wieder erhoben wird und wo auch gewarnt wird, Leute, geht nicht hin, dort haben sich Rechtsradikale drunter gemischt. Du warst auf vielen solcher Kundgebungen schon. Wie viele wirklich rechtsradikale oder rechtslastige Personen hast du getroffen? Also um ehrlich zu sein, ich habe keinen einzigen getroffen. Ich habe hin und wieder eine Österreich-Fahne mit einem Adler gesehen, wenn das jetzt dann schon reicht, dass man als rechtsradikal eingestuft wird, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, das ist einfach nur ein Geschwurbel, das ist ein in die Ecke drücken und das ist ein absolutes Killerargument.
wenn die Regierung und wenn die Medien als Handlanger der Regierung überhaupt kein Argument mehr haben, dann kommt die Keule rechtsradikal. Und es ist eine bodenlose Frechheit, weil jeder, der uns kennt und der die Videos anschaut, wie viele Familien mit Kindern und so weiter auf der Straße waren, um gegen diese Maßnahmen zu protestieren, dann kommt mir einfach nur mehr ein böser Lacher aus. Es ist nur ein Killerargument, dass natürlich dort oder da vielleicht ein paar Idioten drunter sehen. Ich bezeichne sie jetzt einfach mal so. Das ist ganz klar. Aber wenn das im Promillbereich ist, wir sind ein buntes Völkchen, um Gottes Willen. Aber wahrscheinlich 99,99% der Menschen sind ganz, ganz weit entfernt von rechts. Ist es vielleicht auch die Stärke dieser Bewegung, nenne ich jetzt sogar mal, dass sie so vielfältig aufgestellt ist, gesellschaftspolitisch? Sie ist ja auch nicht streng genommen parteipolitisch orientiert, weil eigentlich sich die Meinungen zwischen den Parteien kaum noch unterscheiden, wenn ich für Österreich die FPÖ mal ausnehme. Ja, also es hat überhaupt nichts Parteipolitisches am Hut, wirklich nicht. Wir wollen einfach nur gehört werden. Wir wollen, dass die Maßnahmen hinterfragt werden. Wir wollen nicht einfach, dass die Regierung über unsere Köpfe hinweg entscheidet. Wir wollen wieder ein ganz normales Leben führen. Was anderes wollen wir gar nicht. Und das hat mit Politik gar nichts zu tun, dass die FPÖ jetzt gerade momentan aufspringt und unsere großen Retter sein wollen. Also das ist ja auch verdammt lächerlich, weil die haben uns ein dreiviertel Jahr genauso verraten. Und jetzt, wo die Stimmung umspringt, wollen sie natürlich auf Stimmenfang gehen. Bei aller Liebe, das kaufe ich ihnen nicht ab. Wir sind die Menschen, wir sind unpolitisch, aber wir wollen einfach nur die Wahrheit wissen und wir wollen in Freiheit leben. Und es gibt auch kein Recht auf Gesundheit, das muss man auch einmal ganz, ganz klar sagen. Aber es gibt ein Recht auf Freiheit. Das ist in unserem Verfassungsgesetz verankert. Und wir dürfen uns auch versammeln und wir dürfen demonstrieren. Und dieses Recht ist nicht verhandelbar in einer Demokratie. Wenn ein Nehammer und wie sie alle heißen plötzlich darüber diskutieren wollen, dann müssen die Alarmglocken schrillen, weil dann gehen wir in eine Richtung Diktatur. Das hat mit Demokratie gar nichts mehr zu tun. Das sind unsere Grundrechte. Herzlichen Dank, Natascha. Das waren interessante Einblicke von deiner Seite. Hier auf unserem Kanal Klartext im O-Ton möchten wir einfach Menschen die Gelegenheit geben, unzensuriert und ungeschnitten ihre Standpunkte darzulegen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir wieder in einen Diskurs kommen, der heute vielfach verunmöglicht wird, teilweise auch durch Angst vor Begegnung, auch mit der anderen Seite, die vielleicht in gewisser Weise schon in ein gewisses Eck, in diesem Fall in ein rechtes Eck oder wie auch immer gesteckt wird. Fakten sollten entscheiden. Natascha, dir an dieser Stelle herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich danke dir fürs Interview, Joe. Alles Liebe, ich hoffe, wir sehen uns am Samstag in Wien am 16.